Es gibt keinen technischen Vortrag, es ist kein politischer Vortrag, sondern es ist ein Vortrag, der mit zwischenmenschlicher Beziehung zu tun hat. Und insbesondere werden wir uns heute konzentrieren auf das Thema Kritik. Eine Frage. Ja. Der Titel im Programm ist ja ein bisschen anders. Wie kommt das zustande? Wie heißen wir da? Da steht, Menschen reden anders als Maschinen. Der Hintergrund war, eben darauf hinzuweisen, dass Kommunikation, Protokolle etc. nicht nur zwischen Maschinen stattfinden, sondern eben auch zwischen Menschen. Und dass es da unter Umständen andere Regeln gibt. Also wenn man Schnittstellen programmiert und über XML miteinander kommuniziert, dann gibt es ziemlich klare Protokolle und man kriegt sehr schnell mit, ob da was stimmt oder nicht stimmt. Und so Kommunikation zwischen Menschen, insbesondere Kritik, ist da sehr viel anfälliger für Fehler, die auch durchschleifen, ne, die man so schnell nicht mitbekommt. Ich möchte euch am Anfang einen Tipp mitgeben, und zwar in Bezug auf Kritik. Meistens verbinden wir mit Kritik, dass irgendjemand kommt und etwas sagt, was uns nicht gefällt, ein bisschen wehtut. Was machen wir eigentlich, wenn positive Kritik kommt? Wenn einer kommt und sagt, hast du gut gemacht, was macht man dann? Man bedankt sich, richtig. Man freut sich. Ein Tipp, den ich euch mitgeben will, ist, fragt warum. Wenn einer zu euch kommt und sagt, das hast du gut gemacht, dann fragt ihn auch warum. Es geschieht selten genug, dass jemand zu uns kommt und uns auf die Schulter klopft und sagt, das hast du wirklich gut gemacht. Aber wenn man weiß warum, dann weiß man auch, was man beim nächsten Mal, wo man andocken kann und wo man vielleicht den Leuten mehr von geben kann. Okay. Thema Kritik. Insbesondere ist das ein Vortrag, der sich eigentlich an Führungskräfte richtet. An Leute, die Instruktionen an andere geben, die inspirieren sollen, die Visionen erschaffen sollen und die vielleicht schon ein bisschen weiter auf der Karriereleiter sind und sich um andere Leute kümmern. Und ich würde gerne mal fragen, wer von euch hier ist Führungskraft? So, und ich sage euch ganz ehrlich, wenn immer ich diese Frage stelle, dann bin ich sehr besorgt, wie wenig Hände hochgehen. Wir haben eine Vorstellung davon, was eine Führungskraft ist im klassischen Sinne. Das ist jemand, der zum Beispiel disziplinarische Verfügungsgewalt oder disziplinarische Gewalt jemand anderem gegenüber hat. Meine Idee von Führung ist was vollkommen anderes. Viel weiter. Jeder von uns, der irgendwo am Leben teilnimmt, der das Experiment wagt, am Leben teilzunehmen, der sichtbar wird, der irgendwo auftaucht, wo er von anderen beobachtet werden kann, ist in meinen Augen eine Führungskraft. Wenn ich am Regal stehe im Supermarkt und mir einen Joghurt aussuche und mir geht das Etikett kaputt oder ich mache den Deckel da oben drauf kaputt, dann liegt es ja an mir zu entscheiden, fusche ich den wieder ins Regal rein oder stehe ich dafür gerade und zeige dem einer Verkäuferin oder einem Verkäufer. Und ich glaube, wenn man sichtbar ist in so einer Situation, wenn man sich vorstellt, es könnte einer neben mir stehen, der das beobachtet, was würde ich denn dann tun? Und ich glaube, der ist in dem Moment auch eine Führungskraft. Und deshalb glaube ich, das ist einfach der Teaser auch von meiner Seite aus, das ist eben nicht nur ein Vortrag für Führungskräfte, also die Leute, die Führungskraft vielleicht in ihrer Job-Description, in ihrer Berufsbeschreibung drin haben, sondern eben für alle, die am Leben teilnehmen und die sichtbar sind. So, als ich das erste Mal mit dem klassischen Begriff Führungskraft in Berührung kam, eben auch mit disziplinarischer Gewalt etc., da habe ich gedacht, meine Aufgabe als Führungskraft ist es, dafür zu sorgen, dass es allen Leuten gut geht. Alle sollen ins Happy-Lala-Land und Kumbaya singen. So soll das sein. Ich würde da mittlerweile noch gar nicht mal so weit von abgehen. Ich glaube, ein großer Teil der Aufgaben einer Führungskraft besteht in der Tat darin, für die Zufriedenheit der Leute zu sorgen. Zufriedenheit in dem Sinne, du hast das, was du für deine Arbeit brauchst. Ich sorge dafür, dass du den Rücken frei hast, dass du dich auf deine Kernkompetenzen konzentrieren kannst. Aber es ist eben nicht alles. Als Führungskraft haben wir auch noch andere Aufgaben. Eine von den Aufgaben ist es eben auch, Visionen zu entwickeln. Viele Leute arbeiten operativ. Beispiel, ich war vorhin hier in dem Nachbarraum. Wenn man die Leute arbeiten sieht, die sind so in ihre Arbeit vertieft, die haben fast dieses Präzisions, so ein Präzisions
benehmen wie ein Schweizer Uhrmacher. Daran erinnert mich das. Ja? Die sind ganz fokussiert, ganz scharf an ihre Aufgabe dran. Aber wer ist das, der den Helikopterblick hat? Ne? So die Vogelperspektive. Und du sagst, okay, wo vernetzen wir uns? Wo bringen wir das alles hin? Wo ist denn die gemeinsame Richtung? Das heißt, es geht nicht nur darum, die Leute zufrieden zu halten, sondern eben auch zu sagen, so, wo ist denn die Richtung? Wo geht die Richtung hin? Ein wichtiger Aspekt von Führung ist, Entscheidungen zu treffen. Und viele der Entscheidungen, die getroffen werden müssen im Rahmen von Führungspositionen oder von der Teilnahme am Leben, sind eben unangenehm. Und meine Erfahrung ist, wenn immer man eine Entscheidung trifft, dann gibt es zwei Reaktionen. Die Hälfte steht auf und schreit Hurra, super, endlich sagt es mal einer, endlich passiert's. Und die andere Hälfte sagt, das wird nie funktionieren, das klappt nicht. Willkommen im Leben. Willkommen auf dem Planeten Erde, so ist das. Und wenn man denkt, als Führungskraft ist es meine Aufgabe, von allen geliebt zu werden und ich muss alle unterhalten, dann hat man den Beruf verfehlt. Da muss man Clown werden. Wenn es das ist, was man machen will, dann muss man Clown werden. So, jetzt nimmt man am Leben teil, man macht was, man entscheidet sich und auf einmal kommt der Kollege oder der Chef zu einem und sagt, hör mal, nimm es nicht persönlich, aber und dann weiß man schon, oh oh, irgendwas passiert. Schon mal gehört, nimm es nicht persönlich? Ich auch. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Kritik ist immer persönlich. Du bist es, der kritisiert wird. Derjenige, der zu dir kommt und das, was du gemacht hast, an dir nicht richtig findet. Kritik ist immer persönlich. Warum sagen die Leute das? Weil sie nicht besser wissen, wie sie an dich rantreten sollen, um dir nicht weh zu tun. Die haben dir was zu sagen, wollen dir was sagen, wissen aber nicht genau, wie sie es machen sollen und fangen dann an, nimm es nicht persönlich. So, wie ist die Hauptreaktion, wenn einer zu uns kommt und sagt, wir machen jetzt keine positive Reaktion, sagen, hast du toll gemacht. Wie ist das, wenn negative Reaktionen kommen? So typische Reaktionen. Es gibt zwei typische Reaktionen. Die erste ist Wut. Ganz typische Reaktion. Dann eben nicht. Puh. Dann sieht er, wie du alleine klarkommst. Trotz, Wut, alles dieselbe Kategorie. Türen hinter mir zuschlagen, Brücken abreißen. Das ist eine gute Option. Jetzt sind wir alle cool. Ja, jetzt sind wir nicht in so einer Kritiksituation. Unser Gehirn ist durchblutet. Ist das eine gute Reaktion? Auf gar keinen Fall. Denn wir wissen oft nicht, warum wir kritisiert werden. Angenommen, der Chef kommt oder der Professor kommt oder ein Kollege, ein Tutor kommt und sagt, das ist nicht gut gelaufen oder du kriegst den Job nicht. Du hast dich beworben für einen Job an der Uni, du kriegst den Job nicht. Und ich reagiere wütend. Ist das eine gute Reaktion? Auf gar keinen Fall. Denn ich könnte mir Türen zuschlagen, denn ich kenne ja den Grund erstmal noch gar nicht, warum das so ist. Vielleicht bin ich ja nur Zweiter. Vielleicht bin ich Zweiter. Und bei der nächsten Runde bin ich drin. Und wenn ich dann wütend den Raum verlasse und sage, excuse my French, dann kann es sein, dass ich mich eben ganz nach hinten katapultiere mit dieser Verhaltensweise. Also Wut ist auf jeden Fall eine schlechte Option. Es gibt eine andere Option. Du Idiot. Das heißt, man erkennt das überhaupt nicht an, was der andere gesagt hat zu einem. Gute Reaktion? Auch nicht. Ganz klar. Denn hier verschenkt man unter Umständen die Möglichkeit, so das Kernchen Wahrheit, was in der Kritik drin ist, zu erkennen und anzunehmen und vielleicht ein bisschen daran zu wachsen, vielleicht ein bisschen persönliches Wachstum hinzulegen, vielleicht was besser zu kennen, besser zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Aber was macht man? Was man machen muss, und das klingt vollkommen einfach, das ist ganz einfach, die Lösung ist vollkommen einfach, was man machen muss, man muss die Emotionen rausnehmen. Total einfach. Total einfach. Ist nicht leicht, aber einfach. Der hat Chemie und Bio studiert. Was ist das? Das ist Schuld für die ganzen Streitereien. Für den ganzen Ärger, den wir immer haben. Im Büro, an der Uni. Das ist Schuld. Diese Adrenalin, genau. Das ist die chemische Substanz, die von den Nebennieren ausgeschüttet wird, wenn immer wir in eine kritische Situation geraten. Also es kommt Kritik auf uns zu oder wir haben ein heikles Gespräch. Einer rempelt uns an, einer schneidet uns im Verkehr. Da werden etwa 1 bis 2 Teelöffel von den Nebennieren ausgeschüttet und die machen uns zu einem klinischen Idioten. Zu einem medizinischen Notfall.
Kennt ihr die Situation, dass ihr irgendwas gemacht habt, an irgendwas teilgenommen habt, irgendetwas gesagt habt und ihr dreht euch rum und sagt, oh nein, Fettnäpfchen, was habe ich denn da wieder gemacht? Ihr fühlt euch wie ein Idiot, ihr müsst nicht aufzeigen. Aber kennt ihr das? Zu früh auf Senden. Oh ja. Ja. Kleinster Fehler ist Attachment vergessen. Ja. Ich hätte das heute Morgen fast gemacht. Ich wollte eine SMS schreiben an meine Frau, die war unterwegs, und ich wollte schreiben, ich küsse und ich liebe dich. Und ich sehe, sie hatte mein Handy benutzt gestern und an einen Kollegen geschrieben, und der war noch als letzter Kontakt da. Ich hätte fast einen Kollegen von ihr geküsst. Also sehr gutes Beispiel, genau. Okay, aber das ist keine Stresssituation. Also wenn wir in so eine Stresssituation kommen, einer kommt zu uns, attackiert uns, dann wird das Adrenalin ausgeschüttet. Und was macht das Adrenalin? Das Adrenalin ist gar keine schlechte Erfindung. Ist eine sehr alte Erfindung, aber keine schlechte Erfindung. Das Adrenalin sorgt dafür, dass die Muskelbestandteile unseres Körpers, die wir zum Überleben brauchen, durchblutet werden. Und das sind zwei Körperteile, vor allen Dingen die Beine, die Oberschenkel und die Oberarme. Fight or flight. Adrenalin präpariert uns dafür, entweder zu kämpfen oder zu flüchten. Das Adrenalin wurde erfunden von der Natur, als wir noch mit sowas zu tun hatten. Und wenn so ein Säbelzahntiger auf einmal in unseren Raum hier reinspringen würde, dann wäre Adrenalin ein hervorragender Lebensmechanismus. Denn entweder werden meine Beine so stark durchblutet, dass ich schnell weglaufen kann. Ich müsste mir nur überlegen, wenn der Säbelzahntiger jetzt hier in den Raum kommt, müsste ich mich nur hier umgucken, und wenn ich die Entscheidung treffe, ich laufe schneller als einer hier im Raum, dann ist Flucht die richtige Wahl. Das ist übrigens ein sehr interessantes Korollar, gibt es da, wenn man sich überlegt, ich mache mal ein Geschäft auf, mache ein Startup oder so, und es gibt große Konkurrenten. Muss ich schneller sein als der Beste am Markt zum Überleben? Nö. Ich muss nur schneller sein als der Langsamste. Das reicht zum Überleben, unter Umständen nicht für eine richtige Erfolgsstory. Aber solange ich mich hier im Raum umgucke und der Meinung bin, ich bin schneller als irgendeiner von euch, ist für mich Laufen die optimale Option. Auf der anderen Seite, wenn ich denke, okay, ich bin der Langsamste, dann wäre es eine tolle Sache, wenn das Adrenalin dafür sorgt, dass meine Oberarme auf einmal so stark metabolieren, dass ich dem Säbelzahntiger einen auf die 12 hauen kann. Fight or flight. Das heißt, in den Situationen, wo wir Kritik ausgesetzt sind oder heikle Gespräche vor uns haben, benehmen wir uns physikalisch, biophysikalisch so, als ob wir körperlich bedroht werden. Und deshalb ist der Umgang mit Kritik so unwahrscheinlich schwer. Wir sind in dem Moment klinische Idioten, medizinische Notfälle. Ich sehe noch eine Story, dann bin ich dran. Und zwar, wahre Geschichte, Freund von mir ist mit einer Amerikanerin verheiratet. Und die haben Schwiegereltern besucht in Amerika und haben eine Tour durch die Südstaaten gemacht. Hatten nicht so viel Geld und haben sich dann überlegt, okay, wir müssen in einem Motel schlafen. Und er hat dann erzählt, die sind in das Zimmer rein, da huschte irgendwas über den Boden. Also war schon eher weniger als ein Stern. Auf jeden Fall, die haben sich da niedergelassen, ruhten sich aus, lagen beide auf dem Bett, warteten bis Abendessen kam oder was. Und auf einmal hämmert es an der Tür von außen. Ohne jede Manieren. Und der Christian, so heißt mein Freund, senkrecht im Bett, Pumpe klopft und raus an der Tür. Open the door! So, und Christian direkt stemmt sich von innen an die Tür. Und der Typ von draußen, der sieht so, okay, da steht jetzt einer an der Tür, und der geht zur Seite, geht an das Fenster und drückt so gegen das Fenster. Und Christian sieht schon, wie sich das Fenster nach innen beugt, und er fürchtet, dass das Fenster platzt und so nach innen die Splitter fliegen. Und er klopft an das Fenster, open, open. Und seine Frau, Sarah, Christian vollkommen außer Rand und Band, seine Frau, Sarah, Amerikanerin, fragt ihn, wen suchst du überhaupt? Wen suchst du? Und der Typ draußen ruft, Fred! Und Sarah sagt, Fred wohnt hier nicht. Und der Typ geht weg. Das ist eine wahre Geschichte. Der Typ geht einfach weg. Und Christian liegt auf dem Bett, so kurz vorm Herzinfarkt. Und das Einzige, was er hätte machen müssen, ist diese eine kleine Frage stellen. Aber wer kommt in so einer Situation da drauf? Grund ist eben genau dieser Säbelzahntiger-Effekt.
Das bedeutet für uns, wenn das Meiste auf dem Spiel steht, dann benutzen wir oft unsere rostigsten Werkzeuge und gehen damit an die Arbeit. So, und um das Ganze ein bisschen zu kategorisieren, wie man jetzt nicht nur mit Emotionen, sondern auch mit Kritik, Verbesserungsvorschlägen, die an einen herangetragen werden, umgeht, habe ich das Ganze mal in 4 wichtige Schritte eingeteilt, ich glaube, die man sich gut merken kann, die wir durchgehen. Der erste wird davon der wichtigste sein. Der erste heißt, kenne dich selbst. Das ist ein Aspekt der Realität, mit dem werden wir die meiste Zeit verbringen. Es geht darum, sich selbst zu kennen, wissen, wie man selber tickt. Und wenn man selber tickt, wenn man eine Ahnung hat von seinen eigenen Stärken, von seinen eigenen Schwächen, dann weiß man auch, wo man, wofür man kritisiert wird. Der zweite Punkt ist ein Aspekt der Reife. Wenn man weiß, wie man selber tickt, dann geht es darum, sich selber zu akzeptieren, so wie man ist. Das bedeutet nicht, dass man so bleiben muss, wie man ist, aber dass man erstmal sagt, so ja, so ist das, das bin ich. Das macht mich aus. Das bin ich als Person. Der nächste Punkt ist, wenn es denn ein Kernchen Wahrheit gibt an dieser Kritik, dann geht es auch daran, so, ich muss was ändern. Es kann nämlich sein, ab und zu, liebe Freunde, dass an der Kritik was dran ist, die an uns herangetragen wird. Ne? Wir wollen uns zwar auch auf destruktive Kritik hier konzentrieren, aber manchmal hat derjenige, der zu uns kommt, der hat schon einen Grund, zu uns zu kommen. So, und der vierte Punkt, das ist ein Aspekt der Gewissheit, der Selbstbewusstheit, das heißt, sich selbst zu vergessen. Sich selber aus dem Zentrum des Geschehens zu bewegen, denn das Wenigste, was um uns herum passiert, passiert wirklich wegen uns oder durch uns. Das meiste, was in dieser Welt passiert, hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Ich vergleiche das oft oder gerne mit einem Hund. Was macht ein Hund, wenn irgendwo eine Tür knallt oder nebenan was explodiert? Der zieht einen Schwanz ein und verkriecht sich unterm Tisch. Der arme Hund weiß überhaupt nicht, dass das Geräusch überhaupt nichts mit ihm zu tun hat. Und wir verhalten uns ganz oft so, dass irgendwo was passiert, wir irgendwo etwas beobachten, wir hatten das gestern schon mal, und dass wir dann in der Regel dazu neigen, uns die schlechteste aller Geschichten zu erzählen, die schlechteste Begründung, die dann darin resultiert, dass wir uns nicht mehr so gut fühlen, wie wir uns eigentlich fühlen sollten. So, der erste Punkt, über den wir uns unterhalten, ist der, wie gesagt, der Realitätspunkt, kenne dich selbst. Wer bin ich eigentlich? Ich glaube, Benjamin Franklin hat gesagt, es gibt 3 Dinge, die sind extrem hart. Es gibt 3 Dinge, die sind extrem hart. Stahl, Diamanten und sich selbst zu kennen. Und ich glaube, das Dritte ist das, was wirklich am schwersten ist. Und jetzt nochmal ganz kurz zu meiner Reputation, warum ich mich berufen fühle, hier über dieses Thema mit euch zu reden. Ich bin Leiter des Instituts für Motivationsanalysen. Wir setzen uns mit Motivationsanalysen auseinander. Wir gucken halt so, was treibt die Leute an? Wie ticken die Leute eigentlich? Und wir machen das mit Hilfe des sogenannten Rees-Profils oder Rees-Profils. Professor Rees ist von der Ohio State Universität, mittlerweile emeritierter Psychiater und Psychologe. Und der hat sich damit auseinandergesetzt, was treibt die Leute eigentlich an? Und er hat die Leute gefragt, das ist eine wissenschaftliche Studie gewesen, vielleicht einer schon mal was von Myers-Briggs gehört oder DISC-Test, das sind Sachen, die so in die ähnliche Kategorien gehen, das ist aber der einzige wissenschaftlich validierte Test, der gesagt hat, okay, was treiben die Leute eigentlich an? Hatte am Anfang 500 Motive und hat aber gesehen, okay, die sind statistisch nicht unabhängig voneinander, hat dann durch statistische Methoden das runtergekocht auf mittlerweile 16 maximal unabhängig voneinander unabhängige Motive. Dazu gehört zum Beispiel Macht. Also Macht, wie wichtig ist Macht für mich? Strebe ich nach Macht, Sachen zu steuern, Sachen zu bewegen, voranzutreiben oder lieber nicht? Oder habe ich lieber Anleitung von anderen? Und dann kommt es übrigens ganz drauf an, so, wie ist denn der Begriff Macht besetzt? Wer verbindet mit dem Begriff Macht etwas Positives? Und wer verbindet etwas Negatives mit Macht? Okay, und wer ist unentschieden? Also der Ausschlag ist so negativ bis unentschieden. Ich hatte das auch, diesen Gedanken, dass Macht, hat mir nicht gefallen, also das Motiv Macht, bis mir jemand gesagt hat, Mutter Teresa hatte ein sehr starkes Machtmotiv. Gandhi hatte ein sehr starkes Machtmotiv. Also Macht ist einfach in unserem Kopf so besetzt, als ob das, entschuldige meine Aussprache, als ob man als Rampensau durch die Welt geht und mit den Ellenbogen rechts und links alle wegstößt. Macht heißt aber eben auch, Sachen zu bewegen. Das kann man auch auf einem sehr sanften Weg machen. So, es gab 16 Lebensmotive, oder gibt 16 Lebensmotive, die er identifiziert hat. Und die Kombination dieser Lebensmotive, die ergeben sozusagen einen Fingerabdruck, eine individuelle Motivationslage.
Und diese Motivationslage, also was treibt mich an, wie ticke ich eigentlich, die erklärt mir, wie ich die Welt sehe. The map is not the territory. Die Karte, die ich habe, die Brille, durch die ich sehe, ist nicht die Realität. Das Reisprofil erklärt mir sozusagen die Brille, mit der ich die Welt betrachte. Man muss einen Brillenträger mal fragen, beschreib mal deine Brille, ohne die abzunehmen. Das wird dem naturgemäß ganz schwer fallen, weil die ist so eine Selbstverständlichkeit in seiner visuellen Wahrnehmung, dass er das gar nicht sagen kann im Moment. Ja? Also sind die Gläser dick, dünn oder wer immer. Beschreib mal deine Brille oder beiß mal deine eigenen Zähne. Sowas, ne? Wir sind uns selber so nah, dass wir uns selber gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Und das ist halt ein Verfahren, mit dem man wirklich so gucken kann, wie sieht denn das aus. Und so sieht ein typisches Reisprofil aus. Das ist jemand mit einem Y-Chromosom. Und die Darstellung ist ganz einfach so. Ein paar Bemerkungen dazu. Rot, grün bedeutet nicht gut oder schlecht. Das ist einfach aus der Schifffahrt übernommen, Backbord und Steuerbord. In der gelben mittleren Phase sind nach einer Gauss-Verteilung ungefähr 2/3 aller Probanden drin. Das heißt, wenn der Proband hier Macht 2,0 hat, dann ist der von allen, die gemessen wurden, von allen Probanden, sehr weit stark machtorientiert. Konzentrieren wir uns mal auf das Machtmotiv. Jemand, der so ein starkes Machtmotiv hat, ist der geeignet für eine Führungsposition? Bestimmt. Ne? Also der wird viele Sachen bewegen wollen und nach vorne treiben können. Einer, der so mit diesem starken Machtmotiv in die Welt guckt, der wird kein Verständnis dafür haben, wenn er sich dessen nicht bewusst ist, wenn er seine Brille nicht kennt. Der wird kein Verständnis dafür haben, wenn jemand ein Problem hat, dass der dieses Problem nicht in die Hand nimmt. Jemand, der da ist mit seiner Macht, der sagt so, ich brauche lieber Anleitung, ich brauche einen, der mich mal an die Hand nimmt, der wird so einen eher als Rampensau wahrnehmen. Wer hat denn jetzt recht von den beiden? Beide haben recht. Und trotzdem hängen sie beide sich immer in den Haaren. Beide haben recht. Beide ticken richtig. Es gibt kein gutes und kein schlechtes Reisprofil, keine gute und schlechte. Es gibt auch keine guten und schlechten Fingerabdrücke. Beide sind gut. Interessant wird das Reisprofil, die Brille, die man sieht, durch die Kombination der Motive. Ein Motiv ist Teamorientierung, ein anderes ist Neugier. Wer findet Neugier gut? Aha, wer findet Neugier nicht so gut? Einer findet Neugier nicht so gut. Ne? Es kommt aber auch hier drauf an, wie ist denn der Begriff besetzt? Also bei vielen ist Neugier, die Nase in Angelegenheiten reinstecken, nämlich eigentlich nichts angehen. Aber Neugier, so wie wir den hier verstehen, heißt einfach lernen, wissbegierig. Typisch an der Uni oder in solchen Umgebungen ist eben, die Leute sind neugierig, die wollen was wissen. Die lernen zum Beispiel auch Sachen, obwohl sie keine praktische Anwendung dafür haben. Das gibt's. Das gibt's. Das gibt's. So, jemand, der Neugier ganz niedrig hat, der denkt sich, das ist ein Umsetzer. Das ist keiner, der kein Interesse an neuen Informationen hat, aber das ist eher der Umsetzer. Und wenn jetzt der Umsetzer, der sagt so, ich probiere erstmal was aus und dann gucke ich mal, was ich daraus lerne. Wenn der mit einem zusammenkommt, der sagt so, ich will aber erstmal noch 23 Bücher lesen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Was machen die beiden? Hängen sich in den Haaren. Wir kloppen sich die ganze Zeit. Wer hat recht? Beide haben recht. Beide haben recht. Aber wenn die das nicht wissen, wenn die das Konfliktpotenzial nicht kennen, dann werden die sich immer auf dem Flur aus dem Weg gehen. Wenn die das aber wissen, dann können die sich hervorragend ergänzen. Dann können die sagen, weißt du machst das und ich mach das. Also hervorragend auch geeignet, um Teams zusammenzustellen. Und jetzt legen wir mal eine Dame daneben. Sieht man auf den ersten Blick, dass das Profil einer Dame ist? Links, sehr stark machtgetriebene Dame. Gibt es also auch. Aber hier sieht man schon den ersten Unterschied bei der Teamorientierung. Bleiben wir noch mal kurz bei der Macht. Beide sind sehr stark machtgetrieben. Wir haben vorhin gesehen, also es geht ja immer noch darum, kenne dich selber. Erkenne deine eigene Brille und verstehe, wie du tickst. Wir haben vorhin gesehen, wenn einer sehr stark machtorientiert ist und auf einen trifft, der weniger machtorientiert ist, dann gibt es da Konfliktpotenzial. Wie ist denn das mit den beiden, wenn die in einer Gruppe arbeiten, wenn die in einem Team arbeiten sollen? Und es gibt nur einen Anführer. Das knirscht auch, ne? Das knirscht auch. Also der eine wird immer von dem anderen Kritik einfahren. Oder der eine wird immer sagen, so komm, lass mich mal eine Rolle übernehmen. Oder ich will jetzt mal eine Entscheidung treffen. Wenn die beiden das nicht wissen, die gehen sich nur auf den Keks. Teamorientierung. Die beiden haben eine unterschiedliche Ausrichtung im Team. Der eine arbeitet gerne im Team, die Dame arbeitet gerne im Team und er ist eher der Einzelarbeiter. Ist beides nicht gut, ist beides nicht schlecht. Ist beides vernünftig, wenn man es weiß. Dann kann man sagen, okay, wer von uns beiden geht denn in das Team-Meeting?
Dann schicke ich doch den rein, der da gerne ist. Ja, dann lese ich, wer ist denn da gerne, dann schicke ich den dahin. Der hier ist derjenige, der im Team immer so macht. Haben wir es bald? Haben wir doch schon. Können wir mal eine Entscheidung treffen. So, und jetzt sind beide neugierig. Stellt euch mal vor, diesen beiden Leuten würden wir die Aufgabe geben, sucht mal bei Amazon ein Buch über Projektmanagement. Die mit ihrer Neugier. Der und der. Wie viele Bücher gucken die sich an? Bevor die eine Entscheidung... Alle, genau. Bevor die eine Entscheidung... Die gucken sich alle Bücher an. Und nach 3 Wochen kommt der Projektleiter her und sagt so, und welches Buch nehmen wir? Ah, wir haben noch nicht alle gesehen. Wir haben noch zu wenig Informationen. Und wo jemand anderes, der dann sagt, okay, Neugier ist niedrig, wir kaufen erstmal 3 Bücher, dann lesen wir die und dann wissen wir schon, welches wir dann hier benutzen in unserer Organisation. Der würde halt ganz anders reagieren. So, und da gibt es noch viele wunderbare Konfliktmöglichkeiten. Hier zum Beispiel gibt es Sparen und Sammeln ist ein Motiv. Würde man die beiden in die Buchhaltung stecken und fürs Budget verantwortlich machen? Das sind sehr großzügige Leute. Also die sagen erstmal, ach komm, da finden wir schon eine Quelle für. Wissen wir schon, wie das ist. Egal, das kriegen wir schon hin. Das sind Leute, wenn die in der Gruppe im Restaurant sitzen, also was man hier beruflich brauchen kann oder im Studium gebrauchen kann, ist privat ganz genauso. Wenn die im Restaurant sitzen mit ihren Kumpels, trinken Bier oder Mate oder was auch immer und dann kommt der Kellner und sagt, bezahlen Sie getrennt oder zusammen, dann verdrehen die Augen und ziehen als Erste das Portemonnaie, weil die Diskussion nicht mögen. Das geht denen auf den Keks. Geld spielt keine Rolle. Also Budgetverantwortung würde ich denen eher nicht geben. Ja, sehr interessant, wenn man sich sowas anguckt, kann man tief abtauchen. Realität, Aspekt der Realität bedeutet also zuallererst sich selber zu kennen. Denk daran, dass Kritik immer persönlich ist. In der Regel ist das eine Angelegenheit zwischen dir und mir, also zwischen 2 Personen. Es geht selten um eine Entscheidung, die getroffen wird. Es geht selten um einen Sachverhalt. In der Regel ist es irgendein Aspekt der Chemie. Fragt euch immer, ist es ein Sachthema oder ist es eine persönliche Angelegenheit, die da besprochen wird? Und ganz wichtig, handelt es sich um eine Tatsache oder um eine Meinung? Wenn Kritik geäußert wird, handelt es sich um eine Tatsache oder um eine Meinung? Angenommen, es kommt jemand zu dir und sagt, du bist eine Gans. Ist das eine Tatsache oder eine Meinung? Okay. Gehen wir mal sachlich vor. Wie prüft man das, ob das eine Tatsache ist? Ganz einfach, man stellt sich vor den Spiegel. Waddelst du so? Eher nein. Roten Schnabel, weiße Federn, Flügel, nein. Wenn ja, musst du zum Arzt, oder besser zum Tierarzt in dem Fall, muss man was dran tun. Aber wenn nein, dann weiß man ganz genau, es ist eine Meinung. Das ist eine Meinung. Und die Konklusion daraus, die Schlussfolgerung heißt, ich werde hier kritisiert in dem Moment, weil das wahre Problem nicht angesprochen wird. Deshalb wird eine Meinung geäußert. Es handelt sich hier nicht um eine Tatsache. Ich werde vielleicht gleich noch so ein paar Handwerkszeuge mitgeben, wie man feststellen kann, was konstruktive und destruktive Kritik ist und ob man die annimmt oder abschüttelt. Dann geht es darum, aus Kritik zu lernen. Wenn man sich selber kennt, dann weiß man auch, also wenn man seine Stärken und Schwächen kennt, seine Motive, dann weiß man, wo man angreifbar ist, dann weiß man, wo man anders tickt als andere, wo man besonders auffällig ist. Wenn was dran ist, kann man aus seinen Schwächen lernen oder vielleicht überlegen, vielleicht ist die Schwäche oder das, was mir andere immer erzählen, was meine Schwäche ist, vielleicht doch versteckte Stärke und ich habe sie nur noch nicht richtig anwenden können. So, Stärken und Schwächen identifizieren, was ist mir wichtig, was treibt mich an, was sind meine Werte? Ganz interessante Frage, wenn man sich mal überlegt, nicht nur was treibt mich an, was ist mir eigentlich wichtig? Was ist mir eigentlich wichtig und in welcher Reihenfolge sortiere ich diese Wichtigkeiten? Beispiel, euch ist wichtig, ein guter, ich sag mal den generischen Ausdruck Arbeiter zu sein, wo immer ihr in eurer Organisation gerade seid, ob ihr im Büro seid, im Ferienjob am Fließband oder in der Uni, an einem Schreibtisch, beim Lehren, Arbeiter. Und ihr wollt ein guter Arbeiter sein. Stellt euch vor, ihr habt ein Kind, seid Vater oder Mutter. Und ihr wollt auch ein guter Elternteil sein. Guter Arbeiter sein heißt, ich will meine Arbeit auf jeden Fall vernünftig machen, sodass die Leute sich freuen, dass ich einen guten Service leiste oder ein gutes Produkt herstelle. Guter Vater sein heißt aber auch, gute Mutter sein heißt, ich will um 17 Uhr raus sein und ich möchte pünktlich mein Kind aus dem Kindergarten holen.
Es ruft um 5.05 Uhr der Professor, der Chef, der Kollege, der Kunde an und sagt, wir brauchen Dokument XY unbedingt noch bis 17.30 Uhr. So, und du hast die zwei Werte, guter Arbeiter, guter Vater, gute Mutter. Wie würfelst du jetzt? Was jetzt? Muss man jetzt nicht beantworten, aber ist eine Frage, die man sich einfach mal stellen muss. Ne? Wie gehe ich denn damit um? Welchen Tod sterbe ich denn jetzt? Wie komme ich aus dem Dilemma wieder raus, was ich mir selber eingebrockt habe? Und ich sage mal, im Zweifelsfall, wenn nichts mehr geht, greift zum Äußersten, redet miteinander. Es hilft. Redet miteinander. Man kann mit dem Kunden reden, man kann mit seinem Chef reden und sagen, ja, ich weiß, das ist wichtig, ich weiß, das ist notwendig, aber im Kindergarten wartet mein Kind und das hole ich, dann bin ich nach Hause, das bespaße ich und dann kümmere ich mich darum. Welcher Kunde und welcher Chef würde da Nein sagen? Sagen wir mal, welcher Chef und welcher Kunde, mit dem man auch morgen noch zusammenarbeiten will. Ne? Und wenn es anders läuft, kann man sich immer noch fragen, okay, ist das überhaupt der Platz, wo ich gerade sein will? Ne? Das kann auch mal sein. Ne? Das kann auch mal dabei rauskommen. So, welche Prioritäten haben diese Werte? Und was ganz Einfaches, wie man sich Prioritäten von Werten merken kann und die entscheiden kann, ist ein ganz einfacher Satz. Ganz einfacher Satz. Ganz einfache Idee. Das, was ich gerade tue, vom Regal im Supermarkt, hier, ich stehe vor euch, ihr sitzt da, hört mir zu, seid an der Jubokon, nimmt daran teil, wie ihr euch benehmt, das, was ich gerade mache, wie ich mich benehme, was ich vorhabe, würde ich das meinem besten Freund empfehlen? Würde ich das, was ich gerade tue, meinem besten Freund empfehlen? Oder meinen Kindern? Ist das ein Rat, den ich meinen Kindern geben würde? Eine Zigarette aus dem Fenster flitschen? Ist das ein Rat, den ich meinen Kindern geben würde? Auf die Straße spucken? Wände besprühen? Keine Ahnung, was es sonst noch für Sachen gibt, über die man mal nachdenken sollte. Papier auf dem Boden liegen lassen? Ist es das, was ich meinem Kind empfehlen würde? Und wenn die Antwort ja ist, hip hip hurra, weiter so. Wenn die Antwort nein ist, zweiter Punkt. Darum geht es um die Reife, sich selber zu akzeptieren und wahrzunehmen, okay, ich bleibe mal in dem Beispiel mit dem Reißprofil. Wenn das Reißprofil so ist, dann ist das so. Das bin ich. Ganz oft haben wir Abwehrreaktionen, wie die Leute sagen, die sehen dann ihr Machtprofil und sagen, nee, das bin ich nicht. Das ist totaler Humbug. Und dann nehmen die das Reißprofil mit und dann denken die ein bisschen darüber nach und kommen die in Situationen, wo die das nochmal zur Hand nehmen und sagen so, eigentlich ist doch was dran. Da ist doch was dran. Ob das jetzt das Reißprofil ist oder ein Gespräch mit jemand anderem, so wie man ist, sollte man sich auch akzeptieren. Egal, ob man eine Zahnlücke hat oder ein kleiner Spacken ist, es ist vollkommen egal. So ist es erstmal. Das ist das, von dem wir starten, das ist das, von dem wir ausgehen. Und der erste Weg, sich zu ändern und irgendjemand zu sein, der man sein will, ist immer, sich zu akzeptieren, so wie man ist. Es gibt keinen anderen. Und es kommt auch keiner, der die Arbeit für euch macht. Es gibt keinen anderen Thomas als den, der heute hier vor euch steht. Es gibt keine andere Vicky als die, die da sitzt. Egal, was die Leute sagen, was sie dir weismachen wollen, es gibt keinen anderen. Und das ist die beste Startkoordinate, die dir zur Verfügung steht, um alles zu erreichen, was du machen willst und auf jeden Weg zu gehen. Aber wenn man jemand ist, der anders tickt als andere, und wir haben gesehen bei den Reißprofilen, keiner tickt gleich. Und wenn dann 5 im 6. sagen, so, was du machst, ist falsch und ist nicht richtig, dann ist es schon mal sehr schwer, sich selber zu akzeptieren und so selber bei sich zu bleiben und zu sagen, so, ja, das ist dann nun mal so. Aber man muss sich seiner Einzigartigkeit bewusst sein. Und ich behaupte, das Einfachste der Welt ist, so zu sein, wie man ist. Das Einfachste der Welt ist, so zu sein, wie man ist. Ich sehe Nicken. Wenn man keine Freunde hat, wenn man sehr einsam sterben will vielleicht. Ja. Wisst ihr, was viel schwerer ist? Was viel schwerer ist, so zu sein, wie alle anderen einen haben wollen. Jetzt sehe ich wirklich das Nicken. Das geht nicht. Es gibt eine schöne Übung. Wenn ihr euch in einer Situation befindet, wo viele Leute an euch zerren und Ideen für euch haben, was besser ist für euch. Schwiegermutter, die eigene Mutter, Freunde, Kegelbrüder, keine Ahnung wer. Alle haben eine Idee, was wir besser machen können. Dann macht er eine Collage.
Und dann geht er zum Friseur, da liegen immer Zeitungen. Dann klaut er die Zeitung und schneidet euch die Bilder aus, die das repräsentieren, was die Freunde von einem wollen. Und dann klebt man diese Collage zu Hause in seinem Hobbykeller zusammen und guckt sich mal an, was das für ein Gebilde ist, was da rauskommt. Und dann sieht man, das gibt's nicht. Sowas gibt's nicht. Man kann sich nur in eine Richtung beugen. Man kann sich nur in eine Richtung beugen. Und ich bete und bitte darum, dass es die eigene Richtung ist. Man muss einen Reality-Check machen ab und zu. Man muss sich auch mal Kritik und Feedback gefallen lassen und auch mal hören, so wie bin ich denn unterwegs. Aber man kann sich nicht in mehr als eine Richtung beugen. Insbesondere findet die Meinung der anderen Leute über mich wo statt? In ihren Kopf. Genau. Wie groß ist meine, habe ich das Passwort für deren Kopf? Verloren. Ja. Nee, komme ich nicht dran. Ne? Ich komme nicht in den Kopf anderer Leute rein. Insbesondere, da sind noch ganz andere Sachen drin. Viel, viele andere Sachen sind da drin. Wir denken immer, wir machen uns immer Gedanken darüber, was die anderen Leute über uns denken. Dann reden wir mit denen und dann stellen fest, die denken überhaupt nicht an uns. Die denken an sich selber. Wir machen uns immer Gedanken darüber, was andere wohl von uns denken. Ich möchte mal ein kleines Beispiel geben. Vor kurzem ist eine Tante von mir gestorben. Ist nicht schlimm, ist gut gestorben, war alt, hat ein gutes Leben gehabt. Aber ist gestorben. Tante Roswitha, so hieß sie. Wohnt in Wipperfür, ein paar zehner Kilometer weg von meinem Heimatort. Und die ganzen Verwandten, die dann da angekommen sind, sehe ich sehr selten. Und ich war, wie oft, leider zu spät. Und ich komme in die Kirche rein und vorne in der ersten Reihe sitzen die allernächsten Verwandten. Der Eingang war hinten und vorne sitzen die nächsten Verwandten. Und ich sehe Onkel Hans und Tante Ellen, all die ich in Ewigkeit nicht mehr gesehen habe. Und ich war auch ein relativ naher Verwandter und gehe vorne hin und sage jedem Einzelnen noch so Tag vorne. Und die sind am Trauern. Ja, die haben gerade was ganz anderes, als ihren verlorenen Cousin zu begrüßen. Und ich setze mich in die erste, zweite Reihe und denke mir, du Idiot, jetzt, du stehst da vorne, läufst von Pontius nach Pilatus und jeder hinter dir sieht das, wie du dich hier zum Affen machst und so eine Show machst. Ja, ihr seht mich jetzt auch alle, keine Ahnung, was die jetzt von mir denken. Und dabei wollte ich eigentlich nur freundlich sein und eben noch jemandem allen guten Tag sagen. Aber jetzt denken alle, du willst hier unbedingt auffallen, nur weil du so selten da bist und du willst auffallen. Und das quält mich wirklich massiv. So durch die ganze Messe denke ich immer, boah, die hassen dich jetzt alle und die finden dich alle total bescheuert. Und kurze Zeit später, dann die Zeremonie war zu Ende, die Beerdigung war zu Ende, dann gehe ich halt zu den Leuten hin und sage, es tut mir total leid, was ich gerade gemacht habe. Die wussten überhaupt nicht, wovon ich rede. Die hatten überhaupt keine Ahnung. Ich habe mich vollkommen umsonst gequält die ganze Zeit. Die Leute hatten was ganz anderes im Kopf. Die denken an ihre eigenen Sorgen. Ganz, ganz selten an das, was uns bewegt. So, die Meinung anderer Leute, ich habe es gerade gesagt, wo findet sie statt? Was ist da noch drin? Da sind ganz viele andere Sachen drin. Und genauso mit den Dingen, die man tut und den Sachen, die einem wichtig sind. Gute Frage, die man sich immer wieder stellen kann. Und wenn es so eine Sache gibt, die ich euch mitgeben möchte, also von der ich mir sehr wünschen würde, dass ihr die mitnimmt und an die ihr euch erinnert. Das, was ich gerade tue, das, was mir wichtig ist, ist es das, was ich meinen Kindern oder meinem Kollegen, meinem besten Freund empfehlen würde. Nehmen Sie sich ernst, sonst macht es keiner. Und ich meine das wirklich ernst. Nehmt euch nicht so wichtig, man muss sich nicht so wichtig nehmen, man muss sich ernst nehmen. Man muss sagen, okay, das ist der Thomas, das ist die Person, es gibt keine andere und mit der gehen wir ins Rennen. So, was machen wir denn, wenn Kritik gerechtfertigt ist? Wenn es also wirklich was dran ist, dass wir kritisiert wurden, dann ist der nächste Schritt, sich zu ändern. Wichtig ist halt rauszukriegen, so, wann muss ich mich ändern? Oder wann ist die Kritik gerechtfertigt? Die Frage ist eben, wann wird zu Recht kritisiert? Und die Frage, die man beantworten muss, die hilft dabei, ist die Kritik konstruktiv oder destruktiv gewesen? Ist die Kritik konstruktiv oder destruktiv? Konstruktiv heißt, will mir einer hier was Gutes tun? Destruktiv heißt, will mich ja einer in die Pfanne hauen? Welche würden wir eher annehmen? Natürlich die, die konstruktiv ist. Müssen uns aber auch ein paar Sachen angucken, um festzustellen, ist das eine gute oder schlechte Kritik, nämlich zum einen, wer kritisiert, zum anderen, wie wird kritisiert und zum dritten, warum wird kritisiert. So, wer kritisiert? Die Kritik eines Weisen ist allemal besser zu ertragen und besser wahrzunehmen als die Lobhudelei eines Narren.
und überlegt euch genau, wer das ist, der die Kritik ausübt. Meine Mutter hat immer sehr weise gesagt, nehmt niemals den Rat von jemandem an, der da steht, wo du nicht hin willst. Das ist so einfach und so clever. Mütter sind echt schlau, die sind echt schlau, die haben es drauf. Nimm niemals den Rat an von jemandem, der da steht, wo du nicht hin willst. Wie wurde kritisiert? Es gibt verschiedene Arten, Kritik zu üben. Manche werden gerne angenommen, manche nicht. Ich glaube, die würden sich nicht so gut verstehen. Oft kommt es auf den Ton an. Na, der Ton macht die Musik. Ist das eine Kritik, die man gerne annehmen würde? Und manchmal merkt man eben, das ist eine klare Kritiksituation, das ist keine Kritiksituation. Und man merkt eben in der Situation, obwohl es keine Kritikparameter sind, merkt man eben, es kommt jemand und der meint was Gutes und will uns was Gutes und tut etwas für uns. Dritte Frage ist, warum wird kritisiert? Ich sagte vorhin, es ist immer eine persönliche Sache, aber manchmal kommt die Kritik eben sehr harsch rüber. Und das hat oft einen Grund, dass Menschen gekränkt sind. Und zwar noch eine Idee, die ich mitgeben möchte. Wenn ihr Kritik ausgesetzt seid, dann denkt immer daran, gekränkte Menschen kränken Menschen. Wenn jemand verletzt wurde, unter Umständen von euch, der sinnt, ob er es zugibt oder nicht, auf Rache. Das klingt ein bisschen rau, aber der hat noch eine offene Rechnung mit euch. Gekränkte Menschen kränken Menschen. Ja, und manchmal ist eben einer, der meint es einfach gut mit uns und der gibt uns sozusagen im Zweifel für den Angeklagten und der sagt, ja, ich will dir echt was Gutes. Zusammenfassung, was die Verantwortung angeht. Überlegt euch, wer hat kritisiert, wie wurde kritisiert und warum wurde kritisiert. Mit den Fragen kann man beantworten, ist die Kritik gerechtfertigt? Wenn sie gerechtfertigt ist, dann nochmal fragen, ist sie konstruktiv oder destruktiv? Und wenn sie konstruktiv ist, dann geht es eben daran, wir müssen was ändern. Und der abschließende Punkt heute, sei dir deiner selbst gewiss. Was ist das Gegenteil von Mut? Braucht man nicht nur in solchen Extremsituationen. Nach meiner Definition, das Gegenteil von Mut ist Konformität. Das Gegenteil von Mut ist Konformität. Wenn man nicht mehr anders sein will, wenn man so sein will wie alle anderen. Wir haben jetzt lange darüber geredet, wie ist das, wenn wir Kritik erfahren? Es gibt aber auch die Situation, wo wir selber Kritik üben. Kennt jemand die Sandwich-Methode beim Kritisieren? Okay, zu wenige, viel zu wenige. Das heißt, nächstes Jahr komme ich wieder und erzähle ich euch über die Sandwich-Methode, wie man Kritik übt, ohne dass sie auch angenommen wird. Aber es gibt einen ganz elementaren Faktor, wie man damit umgehen kann, wenn man selber andere Leute kritisiert. Es gibt unsichere Leute und sichere Leute und man erkennt die ganz einfach. Unsichere Leute verteidigen sich ständig. Sie sind ständig dabei zu sagen, nee, das stimmt nicht und der wahre Grund, warum es nicht funktioniert hat, ist ein ganz anderer. Die sind selten bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und sichere Leute, und auch einer meiner Wünsche an euch, dass ich euch ein bisschen sicherer gemacht habe, ihr dürft Fehler machen. Das ist vollkommen in Ordnung. Es gibt nur eine Möglichkeit, keine Fehler zu machen. Und das ist nichts zu tun. Auf dem Sofa sitzen bleiben, am besten sich zu beklagen, viel Fernsehen gucken und zu jammern. Und das macht mich als Person nicht aus. Das heißt, ich stehe wieder auf und ich lache einfach darüber. Selig und glücklich ist der, der über sich selber lachen kann. Glücklich ist der, der selber über sich lachen kann, denn ihm wird es niemals an Unterhaltung mangeln. Also, Zusammenfassung und damit schließe ich. Wenn die Kritik, die euch widerfährt, euch um den Verstand bringt, wenn sie euch um den Schlaf bringt, dann stehen die Chancen gut, dass an der Kritik was dran ist. Dann wisst ihr aber, wie ihr damit umgeht. Ihr macht einen Reality-Check, ihr macht Inventur, ihr lernt was daraus, ihr seht, was zu ändern ist, ihr ändert das und weiter geht's. Wenn aber die Kritik ungerechtfertigt ist, eine destruktive Kritik ist, dann machen wir es wie der Bär und schütteln das einfach ab und weiter geht's. Und mein Wunsch an euch ist, dass ihr viel von dem, was euch widerfährt, abschüttelt wie der Bär und dann werdet ihr aus jeder Kritiksituation, egal ob sie gerechtfertigt ist, ob sie ungerechtfertigt ist, ob sie angenehm oder unangenehm war, ein bisschen gestärkt hervorgehen. Vielleicht ein bisschen größer, vielleicht ein bisschen sanfter, vielleicht ein bisschen schöner, aber bestimmt zufriedener. Vielen Dank.